Maria Reimer, genau, und Daniel Seitz, die großartigen Teammitglieder, die uns auch eine großartige Veranstaltung anzukündigen haben. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Ja, Jugendhackt, für die ganz wenigen in dem Raum, die nicht wissen, was es ist. Es ist eine gemeinnützige Initiative, um 12- bis 18-Jährige miteinander zu vernetzen und in ihrer technischen Weiterentwicklung zu fördern und sie dazu zu ermutigen, mit ihrem Code die Welt zu verbessern und nicht, wie Fiona, unsere Vorrednerin, so schön gesagt hat, die nächste Shopping-App zu programmieren, sondern irgendwas zu machen, was auch einen Wert für die Gesellschaft hat und sich vielleicht auch jenseits kapitalistischer Verwertungslogiken sich nützlich erweisen wird. Genau, und wir sind hier, weil wir euch was Großes ankündigen wollen. In wenigen Tagen, also am übernächsten Wochenende vom 14. bis 16. Oktober, findet die nächste Veranstaltung von Jugendhackt statt. Das ist immer so ein Wochenend-Ferienlager für dieses Mal 120 kleine Nerds und Nerdinnen aus ganz Deutschland. Die treffen sich in einem geschlossenen Raum. Es gibt wenig Werbung, es werden keine Praktika angeboten, sondern das ist ein Schutzraum für die Jugendlichen, um endlich mal unter normalen Leuten zu sein, unter Gleichgesinnten und dort ihre eigenen Projekte zu entwickeln. Und die Abschlussveranstaltung ist öffentlich. Dazu laden wir euch extremst herzlich ein. Wenn ihr am Zustand der Welt verzweifelt, dann kommt doch zu Jugendhackt. Danach kann man schlecht depressiv aus dem Wochenende gehen. Und diese Abschlussveranstaltung wird in der Volksbühne stattfinden. Und man kann diese Geschichte aus ein paar Winkeln erzählen. Wir könnten jetzt sagen, ja, das ist ganz cool, dass wir da sind, weil das Catering kommt aus der Ecke, die Arbeitsphase findet in der Ecke statt, im Jugendhaus, die Netzwerktechnik kommt aus der Ecke und wir machen da so ein bisschen, weiß ich nicht, lokale Regionalförderung in diesem um die Torstraße rum. Man könnte auch die andere Geschichte erzählen, dass das wisst ihr, wenn ihr Zeitungen lest oder klickt, dass die Volksbühne gerade wahrscheinlich die umkämpfteste Bühne Berlins ist, wenn nicht sogar Deutschlands. Es wird einen neuen Intendanten geben, der so die Kritiker das Haus in eine Eventbude verwandeln wird. Und in dieser unruhigen Zeit haben wir mit unserem Event einen Slot auf der Bühne bekommen. Und das ist deswegen besonders, weil und deswegen fühlen wir uns auch geehrt. Wir haben eine Mail bekommen, ihr Projekt hat das Interesse unserer Dramaturgie geweckt. Und wir dachten, oh, das klingt irgendwie ganz geil. Und das ist natürlich auch eine nette Geschichte, die man erzählen kann, dass wir trotz Event-Charakters mit diesem irgendwie immer unfertigen, immer diesem Werkstatt-Charakter von Jugendhackt, den es hat, also wie gesagt, da werden halt Prototypen entwickelt, wie das an einem Wochenende so ist, da kommen halt keine fertigen Anwendungen bei raus. Und das ist halt irgendwie nett, aber die eigentliche Geschichte, weswegen wir uns so freuen, dass wir auf der Volksbühne sein können und euch herzlich dazu einladen, einen der paar hundert Plätze dort am 16.10. einzunehmen, ist, dass es uns immer darum ging, jugendliche Ideen sichtbar zu machen. Ne? Ihr wisst, in Deutschland, wir haben nicht so viele Jugendliche, die Gesellschaft altert und generell finden diese Ideen einfach wenig statt. Und bei diesen Abschlusspräsentationen geht es halt darum, jugendliche Ideen sichtbar zu machen und eben auch nicht nur zu sagen, ah, da sitzen irgendwie süße Kinder hinter ihren Rechnern, sondern die haben halt echt, da kommen teilweise so politische Statements, wo ich mir denke, also das hätte ich mit 15 nie gekonnt. Ja, und dann ist man selber nicht der Gradmesser, aber das ist dieses, uns hebt es halt irgendwie sehr hoch, weil wir irgendwie uns das gute Gefühl gibt, wir uns an diesen Diskussionen um digitale Demenz und so weiter gar nicht erst beteiligen zu müssen, sondern wir ignorieren das einfach und machen einfach unseren Kram selber. Und das wird mit den Jugendlichen zusammen in der Volksbühne sein. Und zu den Eckdaten sagt euch Daniel jetzt was. Genau, hier die Hard Facts. Diesmal haben wir eben tatsächlich die Chance, euch alle im Vorfeld einzuladen. Wir waren jetzt jedes Jahr hier und haben im Nachgang einfach nacherzählt, was so auf Jugendhackt passiert. Und es ist nett, es ist auch immer schön, zu euch zu kommen und das nachzuerzählen, aber viel besser ist es tatsächlich, die Jugendlichen einfach selbst zu erleben. Das kann ich wirklich versprechen, wenn ihr da hinkommt und erlebt, was 120 Jugendliche innerhalb von 48 Stunden für Ideen entwickelt haben, für Netzwerke gesponnen, was die für Haltungen mitbringen, was die für Überzeugungen mit 14 Jahren schon haben. Das ist wirklich awesome. Das ist einfach ganz großartig, das zu sehen. Und das funktioniert viel besser live, als wenn wir das nacherzählen.
wir kommen bestimmt trotzdem wieder, wenn wir dürfen, und erzählen das auch nochmal nach für alle, die das aus irgendwelchen schwer nachvollziehbaren Gründen dann nicht hinschaffen, aber wir laden euch wirklich herzlich ein, da hinzukommen. Am besten ist halt pünktlich, wir schwanken immer. Wir haben nur 600 Plätze oder wir haben wahnsinnig viele 600 Plätze. Wir haben keine Ahnung, das kann total voll werden. Wir hatten letztes Jahr 400 Besucher. Vielleicht wird es mit 600 Leuten voll und dann ist es voll. Dann gibt es einen Livestream noch, aber genau, wenn ihr unbedingt da sein wollt, dann seid pünktlich um 11 Uhr. Das sind dann tatsächlich 3 Stunden, das sind 3 intensive Stunden, weil alle Jugendliche werden zu Wort kommen. Und es ist ganz wichtig, eben nicht nur einen Ausschnitt zu bringen oder nicht nur irgendwie da exklusiv was auf die Bühne zu stellen, was irgendjemand bewertet hat als toll, sondern der Kern ist schon, dass alle Jugendlichen nochmal ihre Ideen präsentieren können, in einem kurzen Zeitslot von wahrscheinlich 4 Minuten, wo die ihre Ideen nochmal präsentieren. Genau, das ist natürlich kostenlos, das Ganze. Wir haben auch ein Motto, so wie wir jedes Jahr ein Motto haben, wo wir die Jugendlichen auffordern, sich Gedanken zu machen aus einem bestimmten Blickwinkel. Wir wollen die Jugendlichen immer wieder neu animieren, zu bestimmten Themen nachzudenken. Das war im zweiten Jahr war das Überwachung, weil das eben da sehr anstand. Nicht, dass es nicht immer noch ansteht. Deswegen ist es natürlich auch immer noch Thema. Wir haben verschiedenste Themenräume, wo dann die Jugendlichen eben sich nach ihren Interessen zusammenfinden. Wir hatten letztes Jahr Refugees Welcome. Das war einfach das Thema, was da gerade angesagt war. Und es ist immer noch angesagt, das beschäftigt uns immer noch. Und wir wollten aber nochmal einen Schritt weitergehen und eben das Thema wieder mehr auf uns zurücklenken. Also man kann natürlich die Willkommenskultur abfeiern und man kann natürlich auch Gründe suchen, warum was nicht funktioniert. Und man kann das auch immer gut externalisieren und an Politik und an verschiedene Instanzen abgeben. Aber uns war schon wichtig, auch nochmal zu gucken, was können wir selber dafür tun. Und wo sind eben auch unsere Grenzen im Kopf? Wo fängt Rassismus an? Wo können wir selber einfach nochmal mehr für Integration tun? Und das wird so das Motto der ganzen Veranstaltung. Und wir werden die Jugendlichen auffordern, egal welche Projekte sie entwickeln, eben das immer wieder auf das Thema zu beziehen. Genau, und Grenzen im Kopf muss sich eben auch nicht nur auf Integrationsgesellschaft beziehen, sondern hat sozusagen viele, viele Winkel, auf die man bei denen man sich mit seinen eigenen Grenzen im Kopf beschäftigen kann. Und das war auch eine Frage, die wir abgefragt haben an die Jugendlichen. Also die müssen sich bei uns bewerben. Wir müssen dann halt leider auch immer einen ganzen Haufen Bewerbungen sozusagen absagen, weil wir einfach nicht so viele Plätze haben, wie wir Anmeldungen haben. Und das fragen wir halt zum Beispiel dann ab, ne? Also was ist sozusagen eure Idee? Wie könnt ihr, welche Leistung könnt ihr sozusagen vollbringen, um Integrationsgesellschaft möglich zu machen, so, und Deutschland einfach als das Einwanderungsland zu akzeptieren, was es halt schon seit immer ist. Ich weiß nicht, bin nicht so gut in Geschichte, aber ich bin groß geworden und für mich war das immer klar, die Politik scheint es anders zu sehen und das ist genau das, was Daniel sagt, es geht halt nicht darum, auf die Politik zu warten, dass sie Antworten liefert, sondern wir fragen einfach die Jugendlichen, was sie so denken, wie es laufen sollte. Und in dem Sinne wollen wir euch noch ganz kurz 2 Projekte vorstellen, dass ihr ein Gefühl bekommt, was dort so passiert. Also was denken sich die Jugendlichen aus? Genau, und wir vermuten, dass die Videos nicht funktionieren. Nee, ich glaube... Okay. Alle da? Jetzt müsste noch der Ton funktionieren. Und auf dem Laptop kann man sich ja... Ah, fantastisch, jetzt suche ich nochmal eben die Stelle raus. Genau, worum es geht, also diese Jugendlichen haben sich überlegt, das ist ja, boah, das schiebt echt schlimm. Kann man das ein bisschen leiser machen? Die Jugendlichen haben sich überlegt, dass es natürlich für seinen Laptop irgendwie möglich ist, dass man da einen Button oder sowas drüber klebt, dass die Kamera nicht irgendwie ohne sein eigenes Wissen irgendwie angesteuert werden kann. Aber was ist halt irgendwie mit dem Smartphone? Und da hat sich diese Gruppe namens Privacy Patch zusammengetan und hat sich überlegt, wie man denn die Kamera am Handy deaktivieren kann. Und dazu zeige ich euch mal einen kurzen Ausschnitt. Sorry, das ist jetzt hier so ein bisschen frickelig, aber ungefähr hier soll es losgehen. Ein paar Sekunden später.
die Technik dahinter ist im Grunde genommen ganz einfach. Wir hatten da zwei Ansätze und haben da in zwei Gruppen operiert, um diese Ansätze zu lösen. Der erste Ansatz war halt, dass wir die Kamera dadurch verdecken, durch quasi, das sieht man mal hier vorne, das ist hinten an der Rückkamera dran. Das ist, wie man das unschwer erkennt, ein Mate-Deckel. Und an diesem Mate-Deckel sind 5 LEDs in Sternform angebracht. Die sitzen so, dass sie von der Kamera quasi nicht erkannt werden, sprich, die sitzen in dem Winkel, dass die Kamera die LEDs nicht mitfotografiert. Wenn man das Ganze jetzt an eine, an eine Stromquelle anschließt, wie wir das jetzt hier mal machen, und den Schalter drückt, passiert Folgendes, es passiert nichts, doch, jetzt geht's, dass die LEDs angehen und das Bild so blenden, dass quasi ganz viele rote Punkte auf dem Bild zu sehen sind und somit das Foto unscharf ist. Ja, so ist das bei Jugendhack auch. Ist quasi, wenn die LEDs an sind, die Privatsphäre vorhanden. Da so LEDs natürlich nicht die praktikabelste Lösung sind, mit so einem leuchtenden Handy in der Tasche rumzulaufen und das alles noch etwas klobig ist, hatten wir auch als Ansatz Infrarot. LEDs einzusetzen, die mit Infrarotstrahlung arbeiten. Das haben wir aber leider in diesem Wochenende nicht geschafft, aber das, denke ich mal, ist auch ein Ansatz, den man verfolgen kann, um hier die Privatsphäre wiederherzustellen. So, und jetzt der zweite Ansatz. Sorry, ich stehe auf gar keinem Kabel, aber irgendwie macht das das. Okay, tatsächlich guter Vorgeschmack auf Jugendhack. Nicht wegen dem lauten Ton, sondern wegen der Fehlerkultur, die wir auch leben wollen und der Eigentlichkeit der Technik. Also eigentlich hat es gerade noch funktioniert, aber in dem Moment, wo es sollte, dann doch nicht. Das Teil von einem Hackathon, auch so ist eine Präsentation auf einem Hackathon. Das ist halt alles so bis auf die letzte Minute und wird dann noch irgendwie zusammengefriebelt und dann ziemlich live direkt von der Entwicklung in die Präsentation weitergeleitet. Insofern war das jetzt gar nicht so weit von dem entfernt. Was wir auch ein bisschen leben wollen, weil so ist halt Technik, die funktioniert halt nicht immer. Das, glaube ich, hat jeder schon mal die Erfahrung gemacht. Genau, ein zweites Projekt, ich weiß gar nicht, kommen wir jetzt irgendwie an die Präsentation zurück? Ich traue mich nicht mehr dahin. Ich bin auch so ein bisschen... Das ist auch eine Grundregel, die wir bei Jugendhack für die MentorInnen haben, die die Jugendlichen ehrenamtlich durch das Wochenende begleiten. Ihr fasst nicht die Tastaturen der Jugendlichen an, das ist wie Lava. So, also in dem Moment, wo man sozusagen als Erwachsener auf die Tastatur der jugendlichen Rechner greift, schalten die halt ab, es ist nicht mehr ihrs. Und das ist auch so ein bisschen Lava gerade. Deswegen ist es total nett, dass du das machst. Dankeschön. Vielleicht ein Einblick in ein zweites Projekt, Active Germany, das sich jetzt nochmal mehr auf das bezieht, was wir letztes Jahr ein Thema gehabt haben. Also das ist im Raum Überwachung entstanden. Der ist, wie gesagt, nach wie vor wichtig. Es war eine sehr lustige Situation, als plötzlich die Mentorinnen bei uns ankamen und meinten so, ey, wir sind, glaube ich, 4 Mentorinnen und hier stehen 50 Jugendliche, die irgendwas zur Überwachung entwickeln wollen. Also man sieht schon total, welche Themen sind gerade angesagt, welche Themen beschäftigen die Jugendlichen. Das lässt sich fantastisch ablesen, auch an dem, an der Projektpräsentation, die wir dann sehen wollen, werden, was einfach so die Themen der Jugendlichen sind. Und genau, bezogen auf den Themenschwerpunkt war eben Active Germany und Germany Says Welcome und Fuck Borders war auch ein großartiges Projekt, die einfach genau zu dem Thema Refugees Welcome gearbeitet haben und da verschiedenste Ideen entwickelt haben. Active Germany ist so eine Plattform, wo man sich mit Interessen, mit Refugees als Herkunftsgesellschaft oder als Ankunftsgesellschaft connecten kann und einfach über gemeinsame Interessen die Integration erleichtern kann. Und sie haben eben eine Plattform entwickelt, wo genau sowas stattfinden kann. Bis hin zu Germany Says Welcome, die haben über mehrere Jugendhacks, also wir haben Regionalevents an verschiedenen Orten, dann eine eigene App und eine Web-App entwickelt, wo sie verschiedenste Dinge zusammengeführt haben, weil sie einfach sich Gedanken gemacht haben, wie muss, was brauche ich denn als geflüchteter Mensch, wenn ich hier ankomme. Ich brauche Übersetzung, ich brauche Beratung, ich brauche irgendwie Ansprechpartner und so weiter. Das Ganze war dann so weit, dass es irgendwie zu einer Förderung vom Land NRW geführt hat und das inzwischen als quasi die Standard-App eingeführt wurde. Geflüchteten, die ankommen, wird das empfohlen und über das Land NRW wird das Ganze gefördert, dass die Jugendlichen das weiterentwickeln konnten und so weiter.
Das ist jetzt nicht das Ziel von Jugendhakt, aber es ist natürlich total schöne Geschichte, wenn sowas entsteht. Genau, das Ganze gibt es dann nochmal im Livestream für die Menschen, die nicht kommen können. Könnt ihr euch das Ganze auf unserer Website anschauen, jugendhakt.org. Und das sind unsere Kontaktdaten. Wir freuen uns auf Diskussionen mit euch. Und vor allem euren Besuch. Ja, danke, danke, danke ihr beiden und allen, die an Jugendhakt mitwirken und das zu so einem großartigen Projekt machen. Gibt es Rückmeldungen? Bedingungslos abgefeiert. Weil es gut ist. Okay, doch, eine. Ja, super, ihr seid ja Veranstalter. Klar, dass ihr das Projekt toll findet, ja? Weil müsst ihr auch hier toll finden und so. Ich habe da mal mitgemacht und ich fand es total geil. Also muss ich mal kurz sagen. Es gibt in dem Bereich viele tolle Veranstaltungen, viele sind wahrscheinlich auch auf dem CCC und die sind alle großartig und toll, man lernt halt viel, aber ich erkenne keine Veranstaltung, die so sinnstiftend ist. Ja, da hast du dann so einen Günther Oettinger, dem kannst du Netzneutralität um die Ohren hauen und der versteht es einfach nicht und dann hast du da so ein 12-jähriges Mädchen und die versteht das und die kann das halt erklären. Und wenn man sagt, okay, dann gehe ich da jetzt hin und dann ist das so wie ein Kindergarten oder sowas. Nee, ist es nicht, die sind echt anstrengend, die saugen dir das Wissen in einer Geschwindigkeit aus dir heraus. Da wird dir übel bei, ne? Also ich kann das jedem empfehlen, ist eine wirklich großartige Veranstaltung, sich das anzuschauen, entweder mal als Mentor oder zumindest bei der Endveranstaltung der Volksbühne, kann ich wärmstens ans Herz legen. Wirklich großartiges Ding. Dankeschön. Vielen Dank. Okay. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, ihr beiden. Dankeschön.